Das heißt, die werden dann einfach platziert. Alles klar. Ja, machen wir mal. So, Pumpe hinzufügen. Nicht genug Komponenten. Okay. Ablenkungsbeutel. Wenn Sie Bomben modifizieren, werden sie demontiert und die Komponenten erscheinen wieder in Ihrem Inventar. Ja, das, ich will mir das nochmal kurz angucken. Aufschlaghülse. Platz für Ablenkungsbomben. So, mit dieser zerbrechlichen Hülse aus Terrakotta kann die Bombe beim Aufschlag zünden. So, ich nehme das hier mal. Schwefel. Bombe herstellen, ja. Achso, muss ich noch das Schießpulver hier? So. So, Bombe hinzufügen. Da haben wir nicht genug Komponenten. Okay. Ich glaube, vom Prinzip her Nebelbombe. Die Nebelbombe nimmt Zielen die Sicht aus, unterbricht den Sichtkontakt zu ihnen. Alles klar. Sprengfalle. So. Warnung, akzeptieren Sie... Akzeptierende Erinnerung zerlegt und ersetzt aktuelle tödliche Bomben. Na toll. B drücken, um mit der Tafel für tödliche Bomben zu interagieren und die Datura-Einführungsmission zu beginnen. Okay, ja, dann machen wir das einfach mal. Auch wenn da unsere tödlichen Bomben ersetzt, das ist mir jetzt egal. Köpek Orlo. Ich muss diese alten griechischen Karten mit den Daten von Admiral Columbus abgleichen. Aber es ist, als vergleiche man Karten von der Erde und vom Mond. Was für ein Chaos. Ah, Ezio. Erfreut mich. Lasst mich euch was zeigen. Wie wäre es mit diesen Giftbomben? Wie tödlich sind die? Recht tödlich, Dostum. Wir destillieren unser Gift aus der Datura-Pflanze. Eine hübsche kleine Blume mit tödlichem Geheimnis. Diese hier tötet. Langsam, aber sicher. Seid vorsichtig. Zu eurem Wohl. Und dem anderer. Grazie. Piri Reis, Datura. Benutzen Sie eine Datura-Bombe, um die byzantinischen Templer zu eliminieren, die für den kürzlichen Diebstahl von Bombenkomponenten verantwortlich sind. Okay, dann sehen wir uns das mal an. So, drei Bomben haben wir jetzt. Da haben wir schon die Feinde. So, mitten in den Wachposten werfen. So, Freunde. Ja, bleibt mal schön hier stehen. So. Unentdeckt das Sperrgebiet betreten. Ja, die sterben jetzt einfach, oder? So. Ja. Die werden alle langsam vergiftet. So, gezielt die Bombe werfen. Dann machen wir das nochmal. Und zwar hier. Das ist so dieses Ziel unentdeckt eliminieren. Templerfeste. Okay, da ist noch einer. Identifizieren Sie den Hauptmann. Okay. Wo kommt der? So wie der aussieht, der sieht aus. Du entkommst. Ja, wir wurden entdeckt. So viel dazu. Okay, probieren wir das nochmal. Ist das hier dann auch der Hauptmann gewesen? Das sehen wir gleich nochmal. So, jetzt nochmal der Spaß. So. Okay. Hey, was macht ihr da? So, Warnung, Sperrgebiet. Ich kenne den Mann. Wir fallen zurück. Schneller, Brüder! Oh ne, der hat mich jetzt auch schon gesehen. Ja, der hat mich auch entdeckt. Es ist die Frage, soll ich den jetzt auch mit einer Bombe eliminieren? Ich glaube, zumindest für die volle Synchronisation sollte das der beste Weg sein. So, ich sehe nochmal kurz nach. Steht das hier? Keine Distanz- oder Nahkampfwaffen einsetzen, um das Ziel zu eliminieren. Ja, anscheinend. So, aus dem Weg, Freunde. Oh, reißt
euch zusammen! Verdammt nochmal! Ah, jetzt ist die Frage. Auf ein Wort! Hab ich den nicht schon mal gesehen? Ermordet. Mit Gift. Wie furchtbar. Achso, nee, hat schon funktioniert. So, abbrechen. Das war nicht geplant, aber okay. Was habe ich denn jetzt eben auf ihn geworfen? Ja, okay, egal. So viel dazu. Wahrscheinlich hat er jetzt... Was habe ich denn eben auf ihn noch geworfen? Ich habe keine Ahnung, ey. Soll mir recht sein. So. Das nehmen wir auch mit. Und die nehme ich auch nochmal aus. Ein wenig Geld. Und ein paar Gegenstände. Ihr habt sicher mächtige Feinde. Ja, das kann schon gut sein. So, das reicht mir jetzt fürs Erste. Identifizieren Sie den Hauptmann der Templerfeste mit Ihrem Adlersinn. Ach so. Ich bin eine Marder. Ein Licht, ihr vergeudet eure Zeit. So. Nein, ich will hier runter. So. Adlersinn, jetzt. Templerfeste. Oh, nee. Nein, jetzt werde ich schon wieder entdeckt. So, den Hauptmann. Was haben wir denn jetzt noch? Nee, hier drüben. Haben wir die Kirschköderbombe, Nebelbombe haben wir dabei. Das war kein natürlicher Tod. Okatara, er entwischt uns. Da bin ich mir sicher. Da, komisch. Moment mal. Und jetzt soll ich noch den Hauptmann hier finden, oder... Umhang. Er flieht. Oh je. Ha, jetzt stirbst du. Templerfeste. Okay, ich glaube, hier ist direkt einer in der Nähe. Aber welchen Schwierigkeitsgrad hat das Ganze? So, Templergebiet befreit. Achso. Ah, Schwierigkeitsgrad für... Ja, das könnte schwierig werden. So, wir machen mal Folgendes. So, dann treten wir mal. Achso. Oh, schön. Den haben wir. Komm schon. Ja. Ja, abgewehrt. Schön. So. Ja, wir nehmen den mal aus. Wurfmesser voll, ja. Ist alles voll. Naja, naja. Allzu viel bringt das nicht. So, da vorne. Wir sind ja jetzt schon im feindlichen Gebiet. Ich weiß nicht, warum der hier so steht. Keine Gnade für dich. Oh. So. Den haben wir. Templerfeste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier einfach den Hauptmann eliminieren kann. So. Da haben wir ein paar Wachen. Und da ebenso. Aber den Hauptmann... Habe ich hier noch nicht gesehen. Oh je. Großer Nymphäum. Okay, ein Nymphäum war ein öffentliches Heiligtum, das in frührömischer Zeit oft zu Ehren heidnischer Naturgeister, den Nymphen, um Quellen und Brunnen herum errichtet wurde. Als typischer Bestandteil vieler römischer Städte dienten Nymphäen außerdem als kleine Wasserspeicher und Gärten und wurden für alle möglichen öffentlichen Veranstaltungen wie Hochzeiten, Feiern und Versammlungen genutzt. In späteren Jahrhunderten wurde der Begriff Nymphäum in einigen Sprachen als Synonym für Bordell verwendet. Eine sehr ungünstige semantische Entwicklung, die während der Sommermonate im Konstantinopel oft für peinliche Missverständnisse führte. Ach, sieh mal an. Okay, jetzt würde ich aber gerne den Hauptmann hier finden. Bevor mich die anderen Wachen hier entdecken.
Ja, die sehen für mich auch nicht wirklich nach Hauptmännern aus. So, dann sehen wir uns hier nochmal um. Hier irgendjemand zu sehen. Hier haben wir irgendwie diese Spur. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Oh je. Kein Gesetz, das so etwas verbietet? Achtung! Pardon. Von denen hier auch nicht. Sieh nur diese eine Spur hier, der würde ich gerne mal folgen. So, Schwarzmarkt wieder hier. Okay, da könnten wir auch wieder ein paar Bomben kaufen. Naja, lässt sich schon einiges kosten hier. Oh je. So, hat er mich gerade alter Mann genannt? Was hat das denn mit dieser Spur hier auf sich? Das würde mich mal interessieren. So, Fraktionsgebäude ist das hier. Na gut. Ja, aber wo der Hauptmann ist, das steht immer noch offen. Oh je. Unter denen aber auch nicht. Ja, gute Frage. Keine Ahnung, wo ich den jetzt hier auf die Schnelle finde. Ich muss den ja immer noch zuerst eliminieren, bevor ich hier über... Naja. Bevor ich hier oben auf das Gebäude kann. Oh je. Ja, der hat mich schon im Visier. Wir haben aber, glaube ich, noch Wurfmesser dabei, ja. Oh je. Du bist ein toter Mann. So, das war's direkt mit ihm. Der Hauptmann und dieser Templerfeste versteckt sich. Warten Sie bis... Was? Bis morgen? Hat er sich jetzt schon wieder verzogen, oder wie? Ach, du Heilige. Ja, okay, ich glaube, den kriegen wir jetzt nicht mehr. Geht ihr hier schon wieder weiter wie in Brotherhoods? Ja, also, keine Ahnung. Ich glaube, der hat sich wieder verzogen. Da habe ich jetzt auch keine Lust mehr, weiter zu suchen, wenn er sowieso nicht mehr hier ist. So. Steht denn hier? Hier wäre schon wieder der nächste. Templerfeste. Warum wird denn hier nicht der Schwierigkeitsgrad angezeigt? Das verstehe ich nicht ganz. Was ist denn, wenn ich jetzt mal zu dem hier sehe? So aus Prinzip mal, ist nicht sonderlich weit weg. Ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. So. Gucken wir mal. Da kommen wir schon mal lang. Ah. Das sieht doch auch gar nicht mal so schlecht aus. Okay, hier gucke ich auch noch mal kurz rein. Das haben wir abgeschlossen. Assassinen. Da muss ich wirklich noch mehr rekrutieren. Ein Feuer löschen. So, ja, da reicht er auch. Machen wir mal schnell. Jetzt können wir hier auch Bomben herstellen. So, was auch immer es mit denen hier auf sich hat. Wir nehmen mal den Weg hier. Ich glaube, das ist nicht allzu gut, dass wir hier gelandet sind. Bin mir zumindest nicht sicher. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hier. Na, zum Glück. Okay. Die Kiste plündern wir mal. So, komme ich hier auch raus? Janitscharen.
Von der Bevölkerung sowohl gefürchtet als auch verehrt waren die Janitscharen die Elitetruppe des Sultans. Sie waren sehr gut ausgebildete Krieger, die nur ihrem Anführer gegenüber loyal waren. Durch das Div-Schirm-System wurden sie schon von früher Kindheit an entsprechend erzogen. Mit dieser Praxis, zu Deutsch Knabenlese, wurden besonders intelligente oder kräftige Söhne christlicher Eltern zum Wehr- und Beamtendienst zwangsverpflichtet. Die Janitscharen stellten sowohl eine sehr einflussreiche eigene Klasse dar, obwohl sie nach heutigem Verständnis nicht frei waren, hatten sie trotzdem enormen Einfluss auf die Politik des Reiches und ohne ihre Unterstützung war eine effektive Herrschaft über das Reich nicht möglich. Ein zeitgenössischer Historiker schrieb, die Janitscharen terrorisierten das Volk von Istanbul. Sorgt vor allem anderen dafür, dass eure Leute es sich nicht mit den Janitscharen verscherzen, gaben die Beamten der Hohen Pforte ausländischen Botschaftlern zu verstehen, denn dann wären sie nicht in der Lage, euch zu helfen. Wenn eine Gruppe Janitscharen einen Bezirk betritt, schließen die Händler umgehend ihre Geschäfte. Meist war es unmöglich, die von den Plünderungen von Städten abzuhalten, die sich ergeben hatten. Gegen Ende der Regierungszeit von Mahomet II. Waren die Janitscharen zu einer militärischen und politischen Macht ohnegleichen geworden und sollten das Wachstum des Reiches in einer Weise beeinflussen, die kein Sultan sich je erträumt hätte. Danke für die Geschichtsstunde. Oh, hier komme ich nicht hoch. Natürlich nicht. So, ja, das sieht schon ein wenig besser aus. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, fantastisch. Ich hinterfrage es nicht. So. Nein, da wollte ich eigentlich nicht lang. Na komm schon hier. Ich muss doch hier irgendwie rauskommen können. So. Ja, komm schon. So, ja. So, einmal mitnehmen. Wunderbar. Sonst noch irgendwas hier? Das hier. Es gibt wirklich sehr viele Kisten hier. Na, das war nicht der Plan. So. Da drüben ist auch noch einer, aber da komme ich doch jetzt nicht ohne weiteres hin. Nee, da komme ich auch nicht weiter. Also, ich frage mich gerade echt, wo ich hier gelandet bin. Das ist ja mehr als ungünstig. Also, die scheinen mich ja so weit zu ignorieren. Ah nee, es hat mich irgendwie einer gesehen, glaube ich. So. Ja, dann lasse ich die Herren hier mal in Ruhe. Also irgendwie haben die mich im Blickfeld, aber... So. Was ist denn in dem gefahren? So, wie komme ich denn jetzt am besten in dieses andere Gebiet rüber? Nee, da kommen wir nicht raus. Verstehe. Ist noch einer auf dem Dach? Ja, Phosphor. Ist schön und gut alles. Ja, da komme ich, glaube ich, nach oben. Wir nehmen mal den Weg hier. Ja, ich weiß, ich muss immer alles erkunden. Aber so gehört sich das ja. So. Kann ich jetzt irgendwie... Oh, das sieht irgendwie gefährlich aus. Ich habe da ein... Ja, genau deswegen. Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Ich kann mir echt beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich hier nicht nach drüben komme. Tja, anscheinend wird das nichts. So. Da komme ich nach drüben. So, ja, das funktioniert. Gut, die bewachen das hier. Ah, okay, die bewachen hier alle Eingänge. Okay. So, das hier sehe ich mir nochmal an. Fatih Kami. So, wir nehmen natürlich einen anderen Weg. So. Und zwar müssen wir da lang.
Ah. Ich sehe eine Kiste und ein Fragment. Na, ob ich das jetzt wagen soll? Ich meine, ich habe ja eine Rauchbombe habe ich, glaube ich. Nebelbombe. Naja, aber ist ja auch nur eine. Ist auch eine Sprengfalle. Ansonsten Kirschköderbombe. Na, ich weiß ja nicht. Das würde mich jetzt schon in den Fingern jucken. Aber Kirschköderbombe, was macht die genau? Wo kann ich das denn nachlesen? Achso. Da will ich nicht rein. Und zwar... Bomben. Aha. Ja, kann ich jetzt... Ach, Kirschköderbombe, okay. Aufschlaghülse, Schwefel. Explodiert mit lautem Knall und lockt alle Wachen in Hörweite an. Okay. So, dann machen wir das mal. Bombe werfen. So, laufen die da jetzt alle hin? Ach du Heilige, wie viele sind denn hier? Yay! Schnapp sie dir! Hat sich total gelohnt. Na, immerhin haben wir jetzt 10. So, Desmonds Reise 2 auf der Animus-Insel. Oder wo das war, freigeschaltet. War irgendwie total unnötig, aber hey. Habe gemacht. Scharfschützen, oh je. Da muss ich wohl aufpassen. Moment, ich habe hier noch etwas entdeckt. Ich sehe hier die ganze Zeit neue Sachen. Das muss ich mir ansehen. Hier sehe ich das nicht. Muss ich erstmal den Aussichtspunkt. Oh ja. So. Ah, jetzt komm schon. Okay, mit denen ist nicht zu spaßen, wie ich sehe. Noch ein Fremder. So viel dazu. Ich hab ihn. So, jetzt. Na los. Jawohl. Schön. Ich warte. Irgendwo ist noch ein Scharfschütze. Okay, die sind etwas stärker hier. So. Mein Gott. Komm schon. Das dauert echt bei denen hier. Also, wenn der irgendwann mal noch stirbt, ja. Tut er anscheinend. So. Naja, ob sich das jetzt gelohnt hat. Wird schon wieder angeschossen. Oh je. Yeah. Jetzt habe ich mich echt mit allen angelegt. So. Bin etwas überfragt. Ja, das hat natürlich nicht funktioniert. Jetzt, greif ihn an. Komm schon. Hinter mir ist noch einer. Achtung! Oh nein! Ah, jetzt! Wie sieht den anderen an? Boah, das dauert ja. Gut, die haben wir. Kann ich jetzt noch irgendwie den Hauptmann ausfindig machen? So, der Turm ist hier oben. Oh, sind überall Scharfschützen. So viel dazu. Ich glaube, wir sind ja echt noch zu früh. Ja, ich glaube, der Hauptmann wird hier aber auch direkt informiert und dann getötet. Also, haut dann ab.
Ja, treten. So, da muss ich ausweichen. Ja, ich würde gerne. Ich glaube, die sind mir echt noch überlegen. Die haben auch schon kaum Leben verloren hier. So. So, wegtreten. Komm schon. Oh, schön. Dann den hier nochmal. Was ist das hier für eine Markierung? Ich guck nochmal nach. So. Da ist er. Wo ist er denn jetzt? Hä, jetzt hängt der irgendwo da oben rum. Ja, okay, der wird auf jeden Fall abhauen, bevor wir den kriegen. Wo läuft der denn lang? Komm schon. Jetzt, beweg dich. Oh, genau das meine ich. Boah. Ich bin echt schon fertig mit den Nerven. Nein, das kann doch nicht. Oh, Mann. Ja, okay, so viel dazu. Ja, leck mich. Okay, wir müssen aber später hier wiederkehren. Oh, Mann, ist echt einfach abgehauen. So. Ja, gut, auf die habe ich jetzt keine Lust. Also verziehen wir uns mal. So. Wir... Soll ich jetzt nochmal zur nächsten Mission gucken? Die ist hier direkt im Ort. Wir haben hier noch irgendwo einen Tunnel gesehen. Hier vorne. Na gut, aber die haben mich jetzt alle auch hier auf dem im Visier. Och, hey, meine. Boah, ich habe echt keine Lust, mich mit denen jetzt anzulegen. Ich glaube, das sind wir noch nicht gut genug ausgerüstet. Aber ich kann ja nicht abhauen, solange die mich noch... So. Was haben wir denn sonst noch dabei? Ah, Nebelbombe, Splitterbombe. Die habe ich zu sehr auf den Fersen. Da muss ich abhauen. Verdammt! Wo ist der? Da! Hack ihn! Tja, schade. Ist nicht wie geplant gelaufen. Das ist relativ suboptimal jetzt. Tja, keine Ahnung, wie ich die jetzt am besten loswerde. Ah, schade, Mann. Den Hauptmann, den hätte ich noch erwischen können. Wenn ich mich ein wenig kompetenter angestellt hätte, aber... So, okay, ich glaube, die sollte ich jetzt loswerden. Ein Glück. Valens Aquädukt. So, das Valens Aquädukt ist vermutlich das erfolgreichste Bauprojekt in der Geschichte von Konstantinopel, denn es hat die Stadt fast ununterbrochen 1600 Jahre lang mit frischem Wasser versorgt. Es wurde im Jahre 375 von Kaiser Valens errichtet und von byzantinischen, lateinischen und osmanischen Dynastien bis weit nach der letzten Instandsetzung durch Sultan Mustafa im Jahre 1679 ständig benutzt und renoviert. Das Aquädukt führte selbst im späten 19. Jahrhundert noch kleine Mengen Wasser in die Stadt, bis es endgültig, gnädigerweise, möchte man sagen, durch ein moderneres System ersetzt wurde, durch Rohre. Heute ist das Aquädukt noch etwa 600 Meter lang, das entspricht ungefähr der Hälfte der ursprünglichen Länge.